followed him one night. He kept on praying, "God, have mercy on me. Oh God, have mercy on me." I thought that he needed help, that he was tormented by demons. I never considered that those could have been signs of his holiness. Ja, bist du fertig? Okay. Wo war denn die Bibliothek? War das diese komische Tür, die wir nicht reinkamen? Die ist immer noch zu, ja. Also, was denn nur? Oh, Robert ist weg, immer noch. Wo war diese Bibliothek? Warum ist denn die Tür eigentlich wieder zu? Wo war denn die Bibliothek? War die unten? Oh, bitte, bitte. Ich habe noch meine Ehrenrunde gedreht, ja. Das war mir jetzt ein Bedürfnis. Oh, hallo, Robert. How you go? Was ist das denn? Robert, du siehst nicht mehr so gut aus. Was ist denn los? Ja. Ja. Was ist denn das? Oh, Heuschrecken. Okay, was? Mein Gott, haben wir aber laute Schritte. Warum? Wer säuft denn hier die ganze Zeit? Was ist denn da los? Kann ich nichts machen? Oh, hier rum, das leuchtet mich schon so schön an. Death of God. Okay. Ja. Ist in Ordnung. Was haben wir denn für ein Problem? Nicht zurückgehen! Was ist los? Okay, das war blöd. Ich komme da jetzt nicht mehr rein, oder? Robert? Ah ja. Okay. Was mache ich denn jetzt? Ich habe hier eine Kerze. Robert, mein Freund. Oh. Kann ich jetzt wieder... Ich bin gerade ein bisschen überfragt. Ich weiß genau, was ich jetzt machen soll. Robert, mein Freund. Ah ja. Ah, okay. Ja, wow. Was ist denn das? Ich muss gucken, hau ab. Das ist ekelhaft. Stammesriten. Jo. Funzeln wir mal alles an hier. Warum? Okay, ich glaube, was kann ich denn hier machen? Nichts. Toll. Eventuell hier. The only thing I kept after I renounced the darkness of my thoughts and converted. I'm not sure why, but it makes me think of my earlier beliefs and how I've changed. Oh. Though there were two of us in one body, a pure and an evil side. Okay. Ich bin jetzt hier. Warum?
Wir brauchen ein Buch. Oh, hier. Geschichte. Es war was. Oh Gott, ich weiß nicht mehr. Östliche Rituale. War das nicht hier? Achso, muss ich erstmal überall die Kerzen anzünden oder was? Oh nee, I'm so sorry. Okay, Moment. Hätte man aber auch gleich mal drauf gucken können, ne? Hier ist nichts zum Wegräumen. Warum nicht? Hier noch. So, bitteschön. Okay. Jetzt. Cholera. So this is how the ghosts of the unbaptized children want to drive me mad. You stand no chance, Satan. I believe in God and he is my savior. Do you hear me? Was hat er für ein Problem, ey? Could this mean that the seven missing children are in fact victims of cholera? Was? I knew I couldn't be guilty. Was labert der? I'll call the radio station right now. They deserve to know the truth before it's too late. Hä? Warum? Das ergibt überhaupt gar keinen Sinn. Ja, ruf an. Ist okay. Good evening, sir. Das ist eine Spinne, Alter. This is Father Abraham Marcus from St. Mary's. Good heavens, the killer priest, the child murderer himself? Silence your lying tongue. You know as well as I do that those children didn't go missing. They died of cholera. Stop turning people against me with false claims. Why are you all trying to crucify me by connecting me to their deaths? Father, please, listen. We don't care if you killed them or not. We're particularly interested in that poor little altar boy, David. What do you do with him? Hmm? Please, do tell. Enough of this madness. They're acting like demons as well, like wild beasts. I shall linger no more. The ritual book, where is it? Alter, ich versuch's doch die ganze Zeit zu finden. Oh, du bist ein... Ja. So. Es waren die... hier. Warte mal. Wo war denn das? Hier. Aber waren das nicht östliche Rituale? Ich dachte, das war hier irgendwo. Oh, nee. Das ist gleich vorhin auch schon so seltsam aus. Aber ich habe gedacht, das war da. Oh, hier ist... Das sieht irgendwie alles gleich aus. Kenne ich es denn daran, dass es anders aussieht, anders geschrieben ist? Hallo. Buch. Oh, Buch. Sprich mit mir. Wo bist du? Da unten. Da. Hier. Da ist es. Nein, da ist es nicht. Wo ist denn das Bildbuch? Oh, Leute. Okay, also das ist jetzt ein bisschen nervig. One night, when the northern lights could be seen clearly in the night sky, I took this dagger and slit the throat of a lamb. A memory I am ashamed of now.
Okay, wir haben ein Messerchen jetzt eingesteckt, wofür auch immer. Können wir mit der irgendwas machen? Oh, nee. Kann man das mal ausmachen? Das ist ein wenig nervig. Es waren doch die östlichen Rituale. Die sind doch hier vorne. Zählt das hier vielleicht auch schon dazu? Robert? Robert, du Sack. Warum haust du eigentlich immer ab, du Idiot? Ich hätte jetzt echt gedacht, das ist hier. Oh nee. Oder sitzt der Robert jetzt? Ah, hier, hallo Robert. You don't scare me. Do you understand? I'm a mere object. What harm could I bring? I know where you can find the book, but for this you must sign a blood pact on this shelf right here. Warum? Das ergibt doch kein... Was? In the name of the Father, the Son, das ist doch... Bist du bescheuert? Amen. This is not what I asked of you. Oh Mann. Na, musst du jetzt kotzen? Ist dir jetzt schlecht? Oh wow, die Key. Ich habe keinen Schlüssel. Down. Oh. On the table. Welcher Table? Oh, this Table. Eine Glasscase. Könnt ihr mir das vielleicht auch mal übersetzen? Oh nee. In your hand. Ah. Alter, der ist doch nicht mal ganz dicht, der Typ. Na. Natürlich, logisch. Ich verstecke da meine Haustürschlüssel auch immer. Kann ich sie nie verlieren. The book David told me about. Now, I should go down to the crypt. I hope the gate to the old cemetery is open. Oh Gott, nee. Okay. Kommst du mit, Robert? Robert? Wir gehen etwas spazieren. Können wir jetzt wieder raus hier? Ist die Tür wieder da? Yeah, baby. Ich bin verwirrt. Oh. Welcome. Hallo? This place was my home for a long time. We are holding a tea party on the nearby island. Das we can't start until everyone is present. My brother Sieben? Alexander was nee, left behind locked inside his bedroom. Can you open the doors and call him? Of course. Was soll ich machen? Oh, jetzt habe ich nicht zugehört, welche Kinder gezählt habe. Warum habe ich das getan? Ich soll irgendeine Tür öffnen. Was ist denn jetzt gerade? Warum hackt denn das jetzt hier so? Moment. Okay, wir öffnen mal die Tür. Warum ist denn hier... Ja, hallo Bubi, was geht ab? My God, this place, it's alive. All grown-ups were once children.
but only few of them remember it. What? Alter, das ist ja cool. Das finde ich cool. Dear Mom, thank you for visiting me every week and bringing me apple pies. Alexander is not feeling well these days, but he will regain his strength. Today we discovered a new formula that can bring back to life any dead flowers. Can you believe it? I love you, Mom. Alter, was ist denn da noch los? Ich habe zwei Mädchen und einen Jungen bis jetzt. Das ist ja toll. Ah, hallo, Puppi. Was Gutes? Today something special happened. Okay. A woman and her husband came to the orphanage, looking to adopt a child. Deswegen waren es acht Kinder. She was very beautiful, with long, dark hair. And he was tall and charming. They both looked like wealthy people. Okay. The monks gave them David, the wisest child in the orphanage. Okay. Ist der David deswegen noch am Leben? Weil er adoptiert wurde im Gegenzug zu den anderen? Cool gemacht. Okay, ich habe 5 Puppen. Zwei, drei, vier, fünf, sechs. Ist das David, dem es nicht so gut geht? This is the first letter I am writing to you. I am so happy here. Okay. I would never live this place. I am always playing with the other children. Yesterday we found a new magic formula that can change the color of the flowers. Das ist nicht Zauberei. I love you, Mom. Okay. Okay, also ich muss hier, ich brauche die Puppen. Oh. You know this isn't funny. It's just a game. Go ahead. No. Was? It seems you're beginning to understand. It was just another test. Now you need to find 7 toys and bring them to me. In exchange, I will give you the names of the 7 children you need to find. The dolls are all scattered inside the house. Nee, ehrlich? Wäre ich jetzt nicht drauf gekommen. Wahrscheinlich finde ich die letzte Puppe nicht, weil die hier so mega gut versteckt ist. Damit es richtig schön schwer wird. Oh. Oh, hey! Warst du vorhin schon da? Hallo! So, wo ist denn, der David? Ich vermute, dass das nicht David ist, sondern der Teufel. Der Satan oder so. Warte. Aber wo... Was ist denn da los gerade? Warum ist denn das jetzt so komisch? Es tut mir leid, dass es jetzt leckt. Ich weiß nicht, wieso. Wahrscheinlich wegen diesem Blümchen hier. Was muss ich denn hier machen? Was sollte ich dem Jungen nicht die Blumen bringen? Warte mal. Oh, da ist ein Baumhaus. Ist es da auch schon da? Ja. Okay, hier komme ich jetzt auch nicht ran, aber jetzt läuft es erstmal, ne? Irgendwie ist das doch nicht koscher hier. Moment, was ist das da unten? Warte mal, das sind Särge. Warum?
Moment. Das muss ich jetzt genau sehen. Das sind Särge. Okay, warte, warte, warte. Nee, nee, nee. Ah, ich muss da rüber. Okay. Moment. Komm da jetzt nicht hoch, weil es ist Winter und so. Ne? Oh. Erzengel Gabriel. Okay, komm, steck ein das Ding. Wir haben keine Zeit. Ist jetzt hier irgendwas noch? Nein. Okay. Ich beeile mich, ich beeile mich, ich beeile mich. So. I will tell you the truth about how Alexander died. David and Alexander never had a chance to play together as children do. Okay. Years ago, before meeting you, they lived at the Little Prince Orphanage in Romania. Then there was an outbreak of cholera. All the orphans were vaccinated with only two syringes. One of those was unsterilized, and it happened to be the one used on poor Alexander. Okay. David was spared. We passed through time like wafted leaves in the wind. Okay. I will forever keep Alexander in my heart. Mhm. Oh. Kann ich etwa darüber? Oh, Tatsache. Das ist nur nice. Hallo, guten Tag. Mädchen, oder? Ach, das sind die Puppen. Haben wir jetzt die Puppen da reingelegt? Hören die auch mal auf jetzt hier? Warte mal, wenn ich jetzt hier... Habe ich die Puppen jetzt schon rausgelegt? Das tut jetzt irgendwie nichts zur Sache. Ah ja, okay. Image, I am of your unutterable glory, though I bear the scars of my sins. O Lord, who watches over children in the present life and in the world to come, because of their simplicity and innocence of mind, abundantly satisfying them with a place in heaven, bringing them to live in radiantly shining places, where the spirits of the righteous dwell. Nochmal. Oh, der Kleine, guck dir das an, du, da kann das Ding trauen, ja. Das ist aber nice, oh ja. Ja, wie oft soll ich denn jetzt noch daran zuppeln? Alex. Okay, also der ist an der Cholera, beziehungsweise an einer Infektion gestorben. Ring the bell, ne? Three of you. We are Trinity. For they are Legion. Okay. Oh, Leute. Ich habe keine Ahnung. Ich weiß nicht, was... Vor allem wie lange?
Sind wir jetzt fertig? Oh, dankeschön. Und nun freue ich mich. Hier. Oh, nee. Okay. Es ist etwas verwirrend. Oh. Ich habe jetzt 7 Mal... Oh, wir sind wieder zurück. Okay. Das sind die Namen. Ich habe jetzt 7 von diesen Namen. Okay. Und jetzt weiß ich nicht mehr, was ich machen muss. Muss ich wieder in die Kirche? Nee, da bin ich ja gerade gekommen. Muss ich wieder in die Kirche zurück? Kann ich jetzt da hochgehen? Was hat er? Guten Tag. Why did you become a priest? Because of my love for God. Huch. You dare speak of love? What about your love for me? You don't understand. Was hat sie denn für ein Problem? This is about something greater than myself. Okay. Oh ja, bitte Schmetterling. Ich folge dir. So ein kleiner Spaziergang. Huch. Leave me alone. Please. Ja, mache ich gerne. Tschüss. I said leave me alone. Ja, ist doch gut. Where are you going? Ist das ein Stalker-Typ? Was hat er für ein Problem? Lass er doch laufen, Mann. Okay. Ach je, schon wieder auf dem Friedhof, wirklich. Leave me alone. Ja, wie oft denn noch? Was ist denn da los? Was ist denn da los? Ich folge dir. Über den, wir rennen übrigens, ja. Wo ist er hin? Da ist er. Please, don't do it. Tu es nicht. Nein, tu es nicht. Was auch immer, tu es einfach nicht. Was tut sie denn nicht? Hat sie jetzt uns deswegen einen Unfall, ja? Weil wir unbedingt hinterher rennen mussten. Warum? Please. Kann man so ein Spiel deswegen etwas gut verlängern, ja? Okay, ich weiß, worauf das hinausläuft. Wir müssen da hoch. Nein, bitte nicht. Bitte tu es doch einfach nicht. Nee. Everything, Abraham. Everything. Oh. I just can't handle this pain any longer. Suicide. Such an incorrigibly selfish thing. Okay. Können wir hier runtergehen? Sie hat sich also umgebracht. Interessant, interessant. Was sind denn wir für... Was... Ist denn da los? Was sind denn wir bitte für ein seltsamer Priester? Na, ja, wir kommen da nicht rein. Ach, hier. Huch. Ach so, ich habe mir einen Taucheranzug angezogen. Ah ja, klar, macht Sinn. Logisch. Ja, sieht doch voll sicher aus. Das schaffen wir. Kein Thema.